Hey, Freunde der fantastischen Rollenspiele! Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. In der letzten Folge haben wir Besuch von Jessie bekommen. Sie hat uns gefragt, ob wir ihr helfen können und mit ihr auf Sektor 7 gehen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Gegen Abend? Wenigstens stimmt der Lohn. Ja, der Lohn, den Lohn, was wir bekommen haben von ihr, der ist wirklich gut. Was? Ein Fehler ist aufgetreten? Nein, nicht gut. Böser Fehler. Hallo? Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Wir haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Cloud? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Hey Jungs! Habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar! Was denkst du? Dann los, ihr Schnarchner! Vollgas voraus! Es bleibt nichts! Einhändig? Klaus! Ja? Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Markogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Ach, Quatsch. Das war was anderes. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Kontrollpunkt passiert! Ab jetzt wird es etwas schwieriger! Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ach, kein Problem. Wir haben den Plan dabei. Hast du mal Soldaten gelernt, wie man solche Maschinen fällt? Ja, ganz viele Motorrad-Einsätze. Nicht, dass du mir mit deinen künftigen Schmetterlingen in den Bauch zauberst. Wenn ich werde, sie nach vorne wird nicht schlecht. Toller Tipp. Ja, das genau. Jetzt geht's aus. Freust dich wohl drauf. Na klar, freu ich mich darauf. Wie geschmiert! Halten wir an, wenn ein Alarm losgeht? Anhalten! Das war ein Kostenau! Ganz deiner Meinung!
rein. Sie kommen zu euch! Oh nein! Das könnte übel ausgehen! Was machen wir jetzt? Ganz einfach! Aufhauen! Ach, Quatsch, was nett. Ach, das. Da haben wir doch keine Chance. Au. Das eingeben muss ich schon, oder? Tut, tut! Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab! Na, auf einer Spritztour mit einer Lady? Ah, wie romantisch! Darf ich mich einklinken? Nö. Wohl nicht, was? Na gut, wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir?
Au! Ich bin denn sonst? Vergiss es! Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam! Deine Worte guck bei mir nicht an! Ausgezeichnete Frage, junge Dame! Die Leute nennen mich Lohnchef! Was? Ich selbst bezeichne mich als ein... Ciao! Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine! Oh, sehr niedlich! Herrlich! Ich hab jetzt schon richtig viel Spaß! Wollen wir langsam einen Gang? Ja! Ich zittere förmlich vor Erregung! Au! Ich hoffe, ich bin down, wenn er mit down wird. Au, Alter. Kann ich gerade nicht. Ja, ich merk's. Übertreiben müsste. Gut,
gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. War schöner Kampf. Nice. Katastrophal. Katastrophal was? Gefahr. Und wer hat dich gefragt? Ich dachte echt, ein ehemaliger Soldat wäre besser. Alleine bin ich das auch. Gut, dann übernehme ich. Nein. Na, dann eben weiter wie bisher, okay? Kann es sein, dass Cloud ein kleiner Frauenmagnet ist? Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Kann ich hier? Hier gibt's nichts. Das sieht aus wie ein Bosskampf demnächst. Ich weiß es doch. Ich rieche das doch jetzt schon wieder. Und ihr doch sicherlich auch. Wir werden dort einen Buskampf haben. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Sesam, öffne dich! Okay, ich versuche mein Glück. Simsalabim! Also mein Spruch fand ich toller. Mit Sesam, öffne dich. Sektor 7, Werkssiedlung. Jetzt sind wir mal auf der Platte. Aber... Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Aber da gab's ein Aber. Wenn ihre Eltern hier oben sind, sie hier oben aufgewachsen ist, lebt und so weiter und so fort, warum ist sie dann unten in den Slums? Das ist vorgefallen. Ich riech das. Warte, ich kann ihn bestimmt. Oh mein Gott. Die Zeit drängt. Doch nur umschauen, das ist so schön, Alter. Ist echt schön gemacht hier. Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Glaube ich. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Ach, das ist mir eigentlich jetzt gerade ein bisschen relativ. Weil ich würde mich dann jetzt für diese Folge verabschieden. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß dabei bei unserem phänomenalen Motorradkampf. Was wir gerade so geschafft haben. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Final Fantasy 7. Bis dahin, auf Wiedersehen.